total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Hallo und herzlich willkommen, Leute, hier zu einer neuen Folge von Beyond Two Souls. Leute, die alte Jodie sieht richtig fertig aus. Die läuft hier gerade durch, keine Ahnung, welche Wüste hier und ist mega durchgeschwitzt. Das letzte Mal, als wir gespielt haben, kann ich schon ein bisschen laufen? Jawohl. Das letzte Mal, als wir gespielt haben, waren wir obdachlos. Wir haben Freunde auf der Straße gemacht. Mit denen haben wir uns auch gut verstanden. Eine von denen hat sogar ein Kind auf die Welt gekriegt. Ich habe ihr geholfen, das Kind zu gebären. Sagt man das so? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das Ende vom Lied war dann, dass uns am Ende so Gangster das Haus angezündet haben, in welchem wir übernachtet haben. Wir wurden also mega vom Feuer überrascht. Wir wollten also mega... Ich kann auch darüber, oder? Da ist doch ein Haus. Ah, wir wurden vom Feuer überrascht und... Ey, boah, ich muss mal echt so auf die Steuerung ein bisschen klarkommen, ne? Und ich habe dann allen geholfen, aus dem Haus zu entkommen. Das Feuer wurde gelegt von so Banditen, sag ich jetzt mal, solche möchtegern starke Teenager, die es geil finden, Leute zu filmen, während andere verprügelt werden. Alles wieder gut. Und den hatte ich dann den Arsch aufgerissen. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Alles wird gut, Jodie, ich glaube an dich. Lass mich in Ruhe, Aiden. Was? Ja, das Haus habe ich auch vorhin gemeint gehabt. Da sollten wir vielleicht mal hinlaufen. Du alte Zimtzige. Diese Jungs auf jeden Fall hatten wir dann verprügelt. Okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Die lässt mich einfach nicht ausreden. Diese Halbstarken hatte ich dann verprügelt, wodurch ihr Stolz anscheinend so angekratzt war, dass sie sich dafür rächen wollten. Einer hat mir einen Baseballschläger über den Kopf gehauen. Ich bin dann im Krankenhaus gelandet, bin aus dem Krankenhaus geflohen, weil die Leute von dieser Organisation FBI oder von was das da war, CIA, whatever, waren hinter mir her und ich bin dann aus dem 5. Stock gesprungen. Und jetzt bin ich anscheinend auf der Flucht. Mit meiner sexy Kurzhaarfrisur. Okay. Also scheint ja was geben zu müssen, wenn hier Schafe leben. Kann ich da rein? Komm, hier hat es bestimmt jemand, der mir vielleicht freundlicherweise ein Glas Wasser anbieten kann. Okay, das soll anscheinend ein Hinweis sein, dass ich da nicht entlang soll. Da vorne ist ein Wassertank. Oh, und da vorne hat es einen Brunnen. Oh mein Gott, genau da gehe ich jetzt direkt hin. Hallo Hündchen. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ganz ruhig, Junge. Ich will doch nichts tun. Okay, von dem Hund sind wir jetzt auch weg. Glaubt ihr... Ja, okay, wir sollen wahrscheinlich direkt ins Haus rein. Ich wäre halt lieber gerne zu dem Brunnen direkt gegangen, aber okay. Vielleicht ist es höflicher, wenn ich erstmal frage. Macht jemand auf? Oh. Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Was das denn? Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Schweine übernachten hartnäckig. Bitte. Hartnäckig bleiben. Boah, was ist das? Ein Jacob oder was? Und ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Und ich verspreche, ich bin weg bis zum Morgen. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Ja, ja. Ja. Ein Indianer. Ist ja doch Jacob. Ist okay. Du kannst hier schlafen.
Komm rein. Wie heißt du denn? Jody. Jody. Hallo. Und Paul. Hallo, Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Ich werde sie zum Sprechen bringen. Tisch ist gerade gedeckt. Paul. Willst du mit uns essen? Klaro, gerne. Was gibt's denn? Oh, bitte lass es Zwiebelroschbraten mit Käsespätzle sein. Wow. Boah, Alter, ist der groß. Was gibt's denn? Mais, Kartoffeln, Fleisch. Fleisch. Erstmal Fleisch. Hä? Hallo, ich würde mir da noch mehr drauf packen. Da, das packe ich mir auch drauf. Hallo. Ist die überhaupt? Oder sitzt die da bloß? Boah, das ist so eine... Kennt ihr das, so unangenehme Ruhephasen dann? Gerade so, wenn man mit mehreren Leuten zusammen am Tisch sitzt, die man eigentlich gar nicht so gut kennt und keiner redet. Das ist so ein peinliches... Jetzt endlich was trinken. Oh, draußen ist es aber schnell dunkel geworden. Wir trinken jetzt was. Sie hat Durst, die ganze Zeit schon. Was guckt denn der so? Boah, ist das peinlich! Hallo, jetzt redet doch mal jemand was. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich bin ehrlich. Ich zieh einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Ranch, wir reden mal. Pferde! Seid ihr Pferdezüchter? Ja, Mustangs. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Schafe. Oh. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber... Indianersprache. Versteht ihr nicht. Navajo. Ihr gehört zu den Navajo, richtig? Wir sind die Nee. Das heißt die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Ranch? Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir also. Das ist irgendwie goldig. Oh oh. Hä? Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Hä? Gute Nacht. Was passiert denn da gerade? Kommst du mit? Ja, aber ich will erst sehen, was... Ey, ich will nicht einfach irgendwo schlafen, hab keine Ahnung, was da gerade passiert. Wieso weint der Hund so? Ja, komm, gehen wir halt. Wehe, du schließt mich ein oder sowas, ich schwör's dir. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Der verwandelt sich in den Werwolf. Das ist wirklich Jacob. War das ein Schuss?
Okay. Was ist das? Ach, das ist ja cool. Was? Konnte ich da gerade noch was machen? Was ist das? Asche. Warum Asche? Was macht Ihnen solche Angst? Vielleicht ist das Schicksal, dass ich hergekommen bin, um euch zu helfen. Habt ihr daran vielleicht mal gedacht? Aiden? Ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Genau. Gute Nacht, Aiden. Obwohl so kurze Haare stehen der eigentlich voll gut, finde ich, irgendwie. Boah, ich krieg grad voll die Gänsehaut, Mann. Okay, stimmt irgendwas nicht. Sofort gucken. Ich geh raus. Ich wusste es! Dieses Sackrad hat mich eingesperrt. Aber wisst ihr was? Er wusste das vielleicht nicht, aber ich habe Kräfte. Und ich lasse mich bestimmt nicht einsperren. Der versteckt sich da drin. Warum? Sie liegt wach in ihrem Bett. Hä, das wirkt gerade wie so ein Albtraum. Was ist los? Hä, was ist da los? Paul? Los, mach auf! Was zur Hölle ist hier los? Geh jetzt zurück in dein Zimmer, sofort! Bitte, Jodie. Los, tu es einfach. Als ob. Ich hab voll Angst gerade. Ich gehe da gleich raus, Leute. Ich muss nur kurz gucken. Ob hier irgendwie was ist noch. Hier kann ich nichts machen. Okay. Wir gehen raus. Ich habe richtig Angst gerade. Finden wir es raus. What? Was machst du denn hier? Ich sagte, bleib im Zimmer. Was zur Hölle war das? Geh wieder ins Bett. Du kannst morgen gehen. Was war das? Das war ein Geist oder sowas. Steh auf. Wir wollen wissen, was da los war. Zieh dich an. Hä?
Was war das? Was war das, hä? Da ist ein Geist unterwegs und ich hab den vielleicht jetzt auf mich gezogen oder was zum... Was zum Fick? Entschuldigung. So, nochmal kurzes Gesicht. Auffreshen und los geht's. Gehen wir. Vielleicht erklären uns jetzt vielleicht einige auch mal, was da los war. Ach, halt mal, ich muss runterlaufen, ne? Es tut mir wirklich leid, sie läuft nicht schneller. Jetzt bin ich mal gespannt, was die zu sagen haben. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Ja. Man sagt danke, Jody. Nochmal einen Schluck. Und nochmal einen Schluck hinterher. Das kannst du jetzt wirklich brauchen für deine lange Reise. So. Dann. Tschüss, ne? Frag nach. Ich bin dann mal weg. Danke. Gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber jetzt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Why not? Ja. Ja, wieso nicht? Siehst du? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Wir sehen uns draußen. Yeah, badass, Mann. Einsatzbereit? Aber hallo. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Hallo. Ich bin Jody. So, vielleicht können wir das ja auch der Oma über den Kopf schütten, dann wird sie vielleicht wieder wach. Wo ist sie? Hallo? Oh, die sieht so traurig aus. Wo musste ich hin? Dahin, ne? So, komm. So, du bleibst also eine Weile. Das scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist, wenn jemand hilft. Danke, Jody. Bitte. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Sure. Komm, gehen wir hin. Also der Bruder da scheint echt nett zu mir zu sein, nur der andere, der mag mich irgendwie nicht so. Der wollte mich ja am Anfang schon gar nicht reinlassen. Ich denke mal, er findet mich sexy und möchte mich deswegen irgendwie von sich fernhalten. Hi. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Okay, das macht dir schon mal nichts aus. Das ist wunderschön. Da kommt jemand. Haben Sie die selbst gemacht?
Sie will nicht reden. Ist der Hund vielleicht jetzt nett zu mir? Okay, es interessiert ihn nicht. Ihn interessiert es auch nicht. Wisst ihr was? Ihr interessiert mich ja auch nicht. So, wir holen jetzt dieses Heu. Da ist bestimmt jetzt der andere Dude drin. Was haben wir denn hier alles? Oh, ich darf es bestimmt nicht lesen. Aber ich mache es trotzdem, weil ich ein neugieriger Arsch bin. Ich weiß jetzt zwar nicht, was wir da genau sehen, aber... Das ist das Ding! Da schon wieder. Was ist das? Kann ich damit vielleicht zu den anderen gehen und sagen, dass ich den gesehen habe? Komm. Hilf mir, Aiden. Stimmt, ey. Wieso mache ich eigentlich die ganze Arbeit, wenn er mir helfen kann? Aiden, Superpower, go! Ganz sachte, Aiden. Nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Ja, mein Gott. Er wollte doch nur helfen. Jetzt chill doch mal deine Base. So. Die ist richtig tough, ey. Richtig cool. Ach, danke, dass ihr schon alle ohne mich angefangen habt zu essen. Nee, geht schon. Ich trag's kurz rüber. Hey, Jody. Lunch? Okay, ja. Ich mach das hier nur schnell fertig. Ja. Geht schon. Nee, ich pack das. Ich wiege zwar ungefähr nur ein Achtel von euch, aber ich krieg das schon irgendwie hin. Ich meine, das Ding ist ja nur ungefähr so groß wie ich. Läuft schon. Oh. Pack's irgendwo hin. Danke, John. Zeit zum Essen. Ja, das habe ich gesehen. Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich habe hier noch zu tun. Okay, na dann. Wieso ist das so? Oh, das ist jetzt mit Absicht, weil ich jetzt gleich einen Dialog mit Jacob führen muss. So. Setz dich doch. Danke. Nett von dir. Sollten sich andere ein Beispiel an dir nehmen. Shimasani. Was ist Shimasani? Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ach so heißt ja. Sie. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Ranch? Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde. Ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Hm. Erscheinung. Über die reden wir jetzt. Das möchte ich wissen. Als ich bei der Tür war letzte Nacht, hab ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. Halt's Maul. Bestimmt ein Traum. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Hä? Hast du immer so viele Fragen? Ja, schon. Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Ja? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ne? Hab ich dir doch erzählt. Bitch. Also behalte deinen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Halt doch dein Maul, was ist los mit dir? Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Ich glaube, es hat's ein bisschen angeternt. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja,
Ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Bart durch. Okay. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Unangenehm. Na toll, Jody. Aber wenn wir dann da eh für ein paar Tage sind, dann werden wir das auch noch rausfinden, was da passiert. So, jetzt gucken wir mal. Können wir mit dir was anfangen? Nein, mit dir können wir wieder nichts anfangen. Wenigstens rennt sie da ein bisschen. Können wir jetzt hier nochmal was machen? Nee, hier ist gar nichts. Ein altes Motorrad. Oh, halt. Da war was. Heilige Scheiße. Wahnsinn. Die ist bestimmt 40 oder 50 Jahre alt. Ja, und Jody kennt sich natürlich aus. So, dann haben wir vielleicht irgendeinen Gesprächspunkt für nachher. Halt. Oh Mann, hey, ich sehe halt nichts. Kamera, so jetzt. Da kann ich wieder nichts machen. Okay, dann gehen wir wieder raus. Sollen wir mal einen von diesen beiden Dudes ab... auschecken? Oder wir gehen erstmal zum Papa-Schlumpf. Kann ich helfen? Hey, hast du noch was zu tun, Paul? Nein, aber die Jungs brauchen vielleicht noch Hilfe. Okay, ich guck nach. Er hat mich vorhin gefragt, ob ich ihm helfen kann, weil es viel zu tun auf der Ranch gibt. Und jetzt habe ich einen Heuballen weggetragen und Wasser geholt. Geil. Okay, Moment. Jetzt mal gucken. Wo sind denn die beiden? Ist jemand hier drinnen? Hier sehe ich keinen. Helfen? Ah, da, doch, da unten. Kann ich dir helfen, Corey? Nee, nicht wirklich. Ich sehe mal nach, ob Jay Hilfe braucht. Ja, geh nur. Okay. Wo ist denn Jay? Da ist die Scheune. War hier was? Ich denke mal, das sollte mich ganz sachte darauf hinweisen, dass ich da nicht lang gehen soll. Wo ist denn der? Ah, da, okay. Mal sehen, was Jay macht. Tja. Blöder Sturkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Nein? Geh ruhig rein. Dein Name ist Arschki. Arschki? Arschki? Ist das jetzt dein Ernst? Hey, Arschki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Wow. Arschki, ich glaube, da musst du ja mal jemand ein bisschen Manieren beibringen. Ruhig, mein Guter. Arschki. Ist vielleicht hier was drinnen? Was, Arschki? Ich kann den Namen nicht aussprechen, ohne zu lachen. Oh, hier ist doch was. Arschki? Ach nee, das ist nur meine Schnur. Arschki, was ist los mit dir? Arschki, ich bin dein Freund. Ach, Arschki! Habt ihr gesehen, wie nah der plötzlich an mir dran war? Was ist das? Arschki! Ich gebe bestimmt nicht auf.
kann sonst nirgendwo hin. Ich kann nur geradeaus zu ihm gehen. Ich kann nichts machen. Ich probiere es jetzt noch einmal und dann gebe ich auf. Vielleicht muss ich irgendwas machen. Okay, ich soll vielleicht aufgeben. Ja, das war klar. Ich meine, gut, dass du dich nicht verletzt hast, um mich zu beeindrucken. Angeber, ey. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Oh, nice. It is first. Kein Problem für mich. Wieso kommt der erst jetzt damit? Der hat doch bestimmt eine Kamera da irgendwo installiert, um mich zu beobachten. Boah, stimmt, ey. Oh Gott, ey. Ist ja auch nie eine. Oh Mann. Die haben wahrscheinlich da noch nie eine Frau gesehen überhaupt. Oh, ich muss da rein. Jetzt wird geduscht. Guckt Aiden eigentlich immer zu? Aber vielleicht ist Aiden ja so ein Geschlechts... Ist ein Geist geschlechtsneutral? Ich weiß es nicht. Dann wird jetzt mal geschauert hier. Woo! Oh Gott, jetzt steht bestimmt dieses Viech da wieder bei mir in der Dusche drin. Komm bitte nicht, ich kann das jetzt nicht ab. Ich wusste es!